Hallo und willkommen zum Kapitel 2. In diesem zweiten Kapitel werden wir uns das World Wide Web als ein spezielles Beispiel für Client-Server-Strukturen anschauen. Das vorherige Kapitel 1 hat ja die Grundlagen gelegt. Wir haben uns unterhalten, wie man Client-Server als ein mögliches Strukturierungsmittel einsetzen kann. Wir haben uns über Aspekte wie Aktivierung von Servern, über Request-Reply-Protokolle unterhalten. Das war relativ abstrakt. In diesem Kapitel machen wir das spezieller, schneiden das spezifischer zu auf World Wide Web und HTTP als ein Beispiel für eine Client-Server-Struktur mit einem speziellen, spezialisierten Request-Reply-Transport-Protokoll, nämlich HTTP. In diesem ersten Video möchte ich mit Ihnen zunächst einmal die Grundstrukturen besprechen und tatsächlich nur auf HTTP eingehen. In folgenden Videos schauen wir uns Webserver an, wie man die einsetzen kann, wie man die benutzen kann. Und wir schauen uns Aspekte zur Programmierbarkeit auf Server- und Klientenseite an und noch ein paar Worte zu aktuellen Trends. Fangen wir mit HTTP an und der Struktur des WWW an sich. Also eine Fallstudie für eine Client-Server-Struktur. Ich muss Ihnen, glaube ich, nicht erklären, dass es das World Wide Web gibt und dass man dort in einem Programm, das sich Browser nennt, irgendwelche Seiten anschauen kann. Das ist Ihnen bestimmt schon mal über den Weg gelaufen. Wir haben also die Vorstellung, Webserver stellen als grundlegenden Dienst zur Verfügung, Webseiten auszuliefern und durch einen Klienten anzeigbar, abspeicherbar, was auch immer damit zu machen. Tatsächlich ist Webseite hier ein etwas flapsiger und etwas unpräziser Begriff. Was eigentlich identifiziert wird, ist eine sogenannte Ressource, die durch einen, Sie werden es nicht raten, einen Resource Identifier identifiziert wird. Und der soll einheitlich sein. Wir haben also einen Uniform Resource Identifier, eine URI, was der Idee nach eine eindeutige Identifikation für ein bestimmtes Ding ist, für eine bestimmte Menge von Daten. Eine Webseite, ein Videoclip, was auch immer. Eigentlich ist die Vorstellung, jedes dieser Dinge hat einen eigenen URI. Wenn es eine neue Version eines Videos gibt, dann gibt es eine neue URI dafür. Es ist ja nicht das eindeutig gleiche, identische Ding. Also eine Ressource ist das Ziel einer solchen Anfrage. Wie eine Ressource, was eine Ressource ist, ist zunächst einmal nicht vorgegeben. Wir können hier beliebige Dinge anfragen und dann versuchen, damit umzugehen auf der Klientenseite. Neben dem URI gibt es noch den sogenannten URL, den Uniform Resource Locator. Ein Locator sagt mir etwas darüber aus, wo ich eine identifizierte Ressource finde. Also hier die Identität, hier das Wo. Es ist zum Beispiel denkbar, dass es für den gleichen URI mehrere URLs gibt, an der Sie identische Kopien der gleichen Ressource vorfinden können. Wenn wir das jetzt einmal weiter einengen auf tatsächliche Webseiten, dann ist die typische Konvention, das ist aber nur eine Konvention, dass Seiten, die ausgeliefert werden, in der sogenannten Hypertext Markup Language, HTML, annotiert sind, mit Zusatzinformationen versehen sind. Ich möchte hier keinen separaten Kurs zu HTML und der Syntax von HTML machen. Das ist Ihnen, wie gesagt, bestimmt schon über den Weg gelaufen. Und es ist jetzt auch nicht besonders kompliziert, sich einzudenken, dass Sie eine Überschrift mit einem Spitze Klammer auf H1, Spitze Klammer zu markieren sollen und das Ende der Überschrift mit einem Spitze Klammer auf / H1, Spitze Klammer zu markieren können. Wenn Sie die Idee von Markup-Sprachen generell verstanden haben, dann ist Hypertext Markup Language HTML ein sehr einfaches Beispiel für eine solche Markup-Sprache. Überlegen Sie, was Sie für andere Markup-Sprachen kennen. Fallen Ihnen bestimmt Beispiele ein. Sie sollten sicherlich Tech und LaTeX als Beispiel kennen. Sie sollten auch Markdown als ein typisches Beispiel für eine solche Markup-Sprache kennen, bei denen Sie immer wieder die Idee haben, dass Sie das Layout von der Struktur, der semantischen Struktur der Sprache trennen und dass Sie in einer Markup-Sprache lediglich diese semantische Struktur annotieren und dass Sie an anderer Stelle in anderer Form aufschreiben, angeben können, wie ein solches semantisch annotiertes Ding, wie zum Beispiel eine Überschrift, dann tatsächlich aussehen soll. Das ist immer die semantische Trennung, oder die klare Trennung zwischen der Semantik eines Teils Ihres Textes versus der Darstellung, des Layout, der Auszeichnung in einer Typografie oder auf einem Bildschirm eines Textes.
Also nehmen wir an, wir haben HTML. HTML-Seiten können Sie durch ein Programm, das sich Webbrowser nennt, von einem Webserver anfordern, von einem Server hier anfordern. Und die Kommunikation zwischen diesem Webbrowser und dem Webserver braucht ein Request-Protokoll, wie wir uns im vorherigen Kapitel überlegt haben. Und ein typisches Request-Protokoll hier, tatsächlich das spezifizierte Protokoll, ist HTTP. Die relevante Version ist nach wie vor 1.1, spezifiziert in einer Reihe von RFCs, Request for Comments der IETF, die hier aufgeführt sind. HTTP ist das einzige relevante Protokoll für Webbrowser-Web-Client-Kommunikation zum jetzigen Zeitpunkt. HTML ist de facto auch das einzige, die einzige Markup-Sprache im Webbereich. Wenn Sie in meinem Alter wären, dann würden Sie sich erinnern, dass es auch mal andere Markup-Sprachen gab, wie etwa WML, Wireless Markup Language, die Vorstellung hatten, kompakter, weniger geschwätzig zu sein als HTML. Das hat sich aber letztlich nicht durchgesetzt. Das ist in der Versenkung der Relevanz verschwunden. Sehr schön. Also, das ist die Idee dabei. Wir haben zum Beispiel in HTML notierte Ressourcen, die wir über ein Request-Reply-Protokoll, nämlich HTTP, anfordern können und zwischen einem Webbrowser und Webserver austauschen können. Was ist jetzt eine Ressource? Eine Ressource war bis jetzt, als Beispiel hatten wir Textseiten in HTML annotiert. Tatsächlich ist die Vorstellung viel allgemeiner. Eine Ressource kann im Prinzip irgendetwas sein. Der Typ einer Ressource ist explizit offen gelassen in den entsprechenden Standards, sodass Sie hier alles, was Sie irgendwie als Bitsequenz darstellen können, als eine Ressource auffassen dürfen, im weitesten Sinne des möglichen Wortes. Es gibt die Vorstellung, dass eine Ressource geeignet repräsentiert werden muss. Sie brauchen eine Representation dafür. Und auch eine Representation ist wieder relativ weit. Das ist Information, eigentlich Fußnote. Wenn sie korrekt wären, dann wären es Daten. Sind Informationen, die dazu gedacht ist, geeignet ist, den Zustand einer gewissen Ressource anzuzeigen. Es soll geeignet sein, eine Repräsentation soll geeignet sein, über ein Protokoll ausgetauscht werden zu können. Naja, das ist jetzt im weitesten Sinne wieder jede Bitsequenz. Und der entscheidende Punkt ist, dass eine Repräsentation aus zwei Teilen besteht. Sie besteht einmal aus den eigentlichen Daten, die Representation Data, die zu repräsentieren sind. Das ist der eigentliche Inhalt, den Sie haben möchten. Der darf klein, groß oder im Zweifelsfalle auch unbeschränkt sein. Ein unbounded Stream, eine unbegrenzte Folge von Daten, die hier übertragen werden können. Das brauchen Sie zum Beispiel für Livestreaming, Voice-Kommunikation, Telekonferenzen, all das, was wir im Moment in Corona-Zeiten ja alle beliebig oft getan haben. Neben den Representation Data ist der wichtige Punkt die Representation Metadata, das die Metadaten. Metadaten sind Daten, die Daten beschreiben. Wir haben also hier Repräsentationsmetadaten, die uns etwas über diese Daten aussagen. Und aus diesen Repräsentationsmetadaten können wir Schlüsse ziehen als Browser, als Programm, das eine solche Antwort eines Servers verarbeitet. Daraus können wir Schlüsse ziehen, um welche Daten es sich handelt und wie wir sie verarbeiten sollen. Wie sehen diese Metadaten aus? Metadaten werden in aller Regel als Kopffelder des HTTP-Protokolls übertragen. HTTP ist ein Protokoll, als solches werden die ausgetauschten Daten typischerweise die Struktur haben, dass sie einen Kopf haben und eine Payload haben. Sie haben Header und Payload. Payload ist die Representation Data. Im Header schicken Sie Verwaltungsdaten mit, wie in jedem Kommunikationsprotokoll auch. Das ist nicht überraschend an dieser Stelle, es ist wie immer. Wir haben also Header-Daten und dafür gibt es ein paar wesentliche Beispiele. Es gibt verschiedene Felder, die hier eine Rolle spielen. Zum Beispiel der sogenannte Content Type, der sagt Ihnen Sie werden es nicht raten, welchen Typ des Inhalts es sich handelt. Da können Sie dann Dinge hinschreiben, dass es sich um Text handelt, der in HTML annotiert ist. Sie können hier andere Dinge hinschreiben, dass Text in anderer Darstellung vorliegt, dass es sich um ein Video in irgendeiner bestimmten Codierung handelt und so weiter und so weiter. Und Sie können noch sagen, um welchen Character Set es sich handelt. Beim Video würden Sie jetzt keinen Character Set dazu schreiben, das ist etwas, was Sie für den Text brauchen. Also hier zum Beispiel UTF-8. Okay, dann können Sie noch weitere Dinge hinzufügen, wie zum Beispiel, dass es sich um eine Content Encoding handelt, die zum Beispiel eine Komprimierung darstellt, also eine GZIP-Komprimierung etwa.
Sie können noch semantische Informationen hinzufügen, etwa in welcher Sprache dieser Content vorliegt, also natürliche Sprache, also Deutsch, Englisch, Französisch, was auch immer. Oder Sie können noch die Lokation hinzufügen. Ich bin gerade irritiert, dass hier ein I steht. Das müsste eigentlich eine URL sein. Hier sollte eigentlich ein L stehen, wenn ich mich jetzt nicht schrecklich täusche. Es ist eine Lokation, also muss es die URL, also der Locator und nicht die Identification sein. Sehr schön. Also wir haben Daten, die wir repräsentieren und mit Metadaten versehen und anreichern, sodass wir wissen, wie wir diese eigentlichen Daten interpretieren sollen. Der Austausch passiert jetzt über das HTTP-Request-Reply-Protokoll und das ist tatsächlich eigentlich ein sehr einfaches Protokoll. Es ist sogar ein sogenanntes Klartext-Protokoll. Das heißt, alle diese Informationen, alle diese Header-Felder, alle diese Content-Informationen und so weiter würden in Klartext, also als einzelne ASCII-Zeichen in einer menschenlesbaren Form in diesem Protokollkopf drinstehen. Anders als Sie das von TCP oder ähnlichen Protokollen kennen, bei denen das in komprimierter Form im Protokollkopf vorliegt und Sie erstmal ein Programm wie Wireshark oder ähnlich brauchen, um zu verstehen, was in einem solchen Header enthalten ist, wenn Sie das anschauen. HTTP können Sie direkt lesen. Und es hat auch relativ wenige Primitive, mit denen es zwischen Client und Server redet. Es hat als mögliche Requests von Client an Server im Wesentlichen 4 plus eine ganze Reihe weiterer. Es hat das sogenannte GET-Primitiv. Gib mir den Inhalt an einer bestimmten URL. Es gibt das HET. HET ist ähnlich wie GET, spezifiziert eine URL, möchte aber nur die Metadaten, nicht den eigentlichen Inhalt zurückhaben. Wozu brauchen Sie HET? HET brauchen Sie zum Beispiel, um sich zu überzeugen, dass Sie eine aktuelle Version besitzen von einer bestimmten URI oder an einer bestimmten URL. Das ist wichtig, wenn Sie einen Cache implementieren wollen oder ähnliche Dinge tun. Es gibt ein POST. POST geht wieder von einer URL aus und die übliche Erwartung ist, dass hinter dieser URL sich ein Programm verbirgt, das der Server ausführen wird, wenn Sie einen Post-Request an diese URL schicken, wird der Server dieses Programm ausführen und in diesem Post-Request können Sie Daten mitschicken, Parameter, die an dieses Programm übergeben werden. Sie werden als Resultat hier nicht den Inhalt einer fertigen Datei erhalten, sondern im Wesentlichen bekommen Sie die Ausgabe dieses ausgeführten Programmes hier zurück. Das wird die Antwort sein, die Ihnen ein solcher Post-Request in aller Regel liefert. Natürlich können Fehlermeldungen oder Ähnliches passieren, klar. So, dann brauchen wir noch PUT. PUT ist die Aussage, es gibt hier eine URL und bitteschön, ich übergebe neue Daten. Nicht Metadaten, sondern Daten, Representation Data, die momentan vorhandenen oder auch noch nicht vorhandenen Daten an dieser Stelle ersetzen sollen. Stellen Sie sich vor, wie ein Upload von Ihrem Client zum Server, Sie ersetzen die vorhandenen Daten an dieser URL mit neuen Daten. Und dann gibt es noch ein paar weitere, dann gibt es zum Beispiel Delete. Wenn es ein PUT gibt, wird es ein Delete geben, das ist nicht überraschend. Sie können Optionen abfragen und so weiter. Das ist nicht so spannend. Wo es ein Request gibt, gibt es ein Reply. Das Reply wird in aller Regel diese Seite zurückübertragen, die Sie mit GET abgefragt oder mit POST haben erzeugen lassen. Möglicherweise, typischerweise bekommen Sie eine Statusmeldung zurück, hat alles funktioniert oder gab es Fehlermeldungen dabei. In aller Regel, wenn Sie ein alles geklappt hat, bekommen Sie einen Erfolgsstatus und den Inhalt, aber es kann auch andere Statusmeldungen geben. Zum Beispiel ein wichtiges Beispiel dafür ist ein Redirect. Ein Redirect ist eigentlich kein Fehler, es ist ein Fehler, in dem Sinne, dass Sie diese URL an dieser Stelle nicht vorfinden. Aber es sagt Ihnen auch zusätzlich Informationen, dass Sie bitte statt der URL jetzt folgende URL benutzen sollen und dort werden Sie erfolgreich sein. Es sei denn, es kommt zu einem weiteren Redirect. Ich kenne den alten Spruch, es gibt keine Antwort, nur Querverweise. Das ist der Querverweis, den Sie statt der Antwort erhalten. Also Sie werden auf eine neue URL hingewiesen, die Sie statt der ersten URL benutzen sollen. Sehr schön. Schauen wir uns GET und PUT noch etwas mehr im Detail an. Eine GET-Anfrage wird in der Regel zunächst einmal auf statische Inhalte verweisen. Also eine Datei,
die in der Platte, das im Speicher Ihres Webservers liegt. Und im einfachsten Fall wird der Server diese Datei identifizieren aus dem GET-Request, aus der URL und die einfach an den Browser zurückgeben und alles ist gut. Ein GET-Request darf aber auch durchaus auf ein Programm verweisen, das ausgeführt werden soll und dessen Ausgabe als Ergebnis geliefert werden soll. Dabei ist allerdings die Erwartungshaltung, dass dieses Programm den Zustand nicht verändert. Den Zustand, den der Server besitzt, darf durch ein GET nicht verändert werden und der Browser darf sich darauf verlassen, dass das so ist. Wenn ich ein GET schicke, darf ich davon ausgehen, dass sich der Zustand nicht ändert. Ich darf also eine idempotente Ausführung unterstellen. Sie erinnern sich an die Diskussion über Idempotenz. Das heißt, ich darf GETs beliebig wiederholen, da sie einen Zustand nicht verändern. Was kann jetzt passieren? Eine solche Programmausführung kann was ganz Banales sein. Es kann zum Beispiel sein, dass ich die Seite vor ihrer Auslieferung durch einfache Anweisungen variiere oder verändere. Sogenannte Server-Side-Includes. Ich kann in meiner Datei spezifizieren, dass vor der Auslieferung eine andere Datei hinzugefügt werden soll. Zum Beispiel, um ein konsistentes Logo sicherzustellen, etc. etc. Das ist eher ein bisschen altmodisch, aber warum auch nicht. Sie können auch ein beliebiges Programm dahinter hinterlegen. Wie gesagt, das wird ausgeführt auf Eintreffen der Anfrage und das Resultat zurückgegeben. Und Sie können an dieses Programm Parameter übergeben. Typischerweise machen Sie das, indem Sie an die URL die Parameter anfügen, indem Sie ein Fragezeichen anfügen und dann Key ist gleich Value Pair. Das machen Sie typischerweise, indem Sie an die URL ein Fragezeichen hinzufügen und danach Key gleich Value Paare aufführen. Im Prinzip Parameter Name, Parameter Wert. Davon dürfen Sie mehrere angeben, die Sie durch einen Ampersand, Kaufmannsund, Klammeraffe, nee, kein Klammeraffe, Kaufmannsund trennen. Sieht dann zum Beispiel so aus, eine URL, wir hatten noch gar kein Beispiel, eine URL besteht aus einem Protokollteil, hier HTTP, ich spezifiziere, dass HTTP benutzt werden soll, Doppelpunkt slash slash, die eigentliche Lokation der Rechner im eigentlichen Sinne als Fully Qualified Domain Name oder als IP-Adresse angegeben, einen Pfad, den der Server relativ zu seinem eigenen Verständnis interpretieren darf und soll und gegebenenfalls eben durch Fragezeichen eingeleitet Key-Value-Paare, die an das so spezifizierte, die durch diesen Pfad hier spezifizierte Programm übergeben werden sollen. Alles klar, das ist die Spezifikation einer URL, wie sie typischerweise bei GET vorgenommen werden könnte. Wenn Sie hier mehr Details nachlesen wollen, hier ist die Referenz auf den entsprechenden RFC, der die GET-Syntax und Semantik spezifiziert. So, das ist GET. Zum GET gibt es noch das Pendant, das den Zustand ändern darf, das ist POST. GET ändert nicht, POST wird in allgemein einen Zustand ändern. Natürlich nicht notwendigerweise, es kann auch mal sein, dass es zu keiner Zustandsänderung kommt, aber als Client müssen Sie davon ausgehen, dass POST nicht idempotent, sondern zustandsändernd ist. Sie können also nicht einfach wiederholt POST-Anfragen an Ihren Server schicken, das wäre semantisch nicht richtig. Das ist der Punkt, an dem Ihr Webbrowser dieses kleine Fensterchen aufmachen wird und sagt, Sie haben diese Anfrage schon einmal geschickt, möchten Sie sie wirklich nochmal schicken? Und dann drücken Sie auf Ja oder Nein, aber dann sind Sie nicht als Browser schuld, sondern Ihr Benutzer ist schuld, wenn schon wieder 1 Million Euro von Ihrem Konto abgebucht wird. Auch da ist wieder die Details hier verlinkt. POST übergibt Parameter an das Programm. Das schauen wir uns gleich an, wie das im Detail geht. Diese Parameter werden in der Regel aus Benutzereingaben bestehen oder programmatisch irgendwie entstanden sein. Und wie gesagt, Sie können sich nicht darauf verlassen, dass Ihr Zustand unverändert ist. Er wird in aller Regel verändert werden. Und Sie erhalten auch wie bei GET gegebenenfalls die Ausgabe des Programms von Ihrem Klienten zurück. Wie machen wir das jetzt mit den Parametern? Wie gesagt, bei GET hatten wir Parameter typischerweise ganz einfach an die URL angehängt. Bei POST ist das eher nicht die übliche Konvention. Es ist auch möglich, aber nicht Konvention und nicht üblich. URL wird nicht modifiziert. Stattdessen setzen Sie die Parameter in den Body Ihrer Nachricht, benutzen aber auch hier wieder eine Key-Value-Paar-Syntax, um das zu tun.
Das hängt im Detail etwas davon ab, welchen Content-Type Sie benutzen. Typischerweise wäre das etwas wie Application, www.form, URL-encoded, um das zu tun. Sehr schön. Das ist in aller Kürze HTTP und das Request-Reply-Protokoll mit GET und POST als im Wesentlichen Beispielen. Im nächsten Video schauen wir uns dann an, wie man Webserver strukturiert, wie man damit umgehen kann, welche Teilfunktionalitäten Sie dort finden. Zunächst mal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.